So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele eine Eliminierung aus mindestens 50 Meter Entfernung. Dazu gehen wir ganz simpel, wie immer eigentlich bei fast allen Aufgaben, ab in Gruppenkeile. Hier empfehle ich euch halt wirklich, geht direkt auf die Gegnerseite und macht dann das, was ich gleich mache. So, kurz noch eine eigene Sache, ihr seht unten, da steht ein PaySafe-Code für, also für die Neuen. Ganz simpel erklärt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, bedeutet, bei 520 Abonnenten kommt schon die 12. Zahl hinzu, dann fehlen nur noch 4. Also wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, lass gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten werde ich dich beim nächsten Mal fragen. So, ich hoffe, ich konnte dir aber trotzdem helfen oder werde dir helfen können. Und falls du doch wissen willst, wie das mit dem Code funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung. Da habe ich immer ein extra Video, wo ich das alles erklärt habe, wie das mit dem Code genau funktioniert. So, jetzt gehen wir mal hin. Ich habe ja gesagt, am besten rüberfliegen. Hier wäre rein theoretisch die schnellste Lösung. Die meisten werden da landen. Weil wir müssen ja nur einen Kill machen aus 55 Metern. Eigentlich kann ich auch direkt darüber fliegen. Mache ich auch. Ansonsten halt erst in der Endzone, aber ich denke mal, hier werden wir das auch hinkriegen. Weil die meisten werden rüber zur Farm gehen, wegen dem Verstecken und so weiter. Hatte ich ja eben auch schon ein Video gemacht mit dem Heuballen und wo ihr euch halt verstecken müsst. Wir holen uns jetzt einfach mal entweder, keine Ahnung, Pistole oder. Die Waffe ist nämlich egal, mit was wir den Kill machen. Es muss halt nur aus 50 Meter Entfernung sein. Und 50 Meter ist eigentlich nicht so weit. Ach, Rocket Launcher, man kennt ihn. Damit will ich nämlich den Kill eigentlich. Ah, da ist doch schon was Vernünftiges. Damit können wir doch arbeiten. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr irgendwie Stimmen hört? Oder andere Geräusche, die untypisch sind für Fortnite? Also mir ist es jetzt schon öfters so ein bisschen aufgefallen. Nachtmedikit brauchen wir nicht. Und eigentlich jetzt nur noch eine Pump und schon haben wir alles zusammen, was wir brauchen. So. Keine Pump. Ja, ein paar Schildtränke sind nicht schlecht. Boah, ich muss mich echt an das Bautempo gewöhnen. Dann. Ich hätte aber noch gerne eine Pump. Hör auf zu lenken. Dankeschön. So, jetzt schnell noch ein paar Metz mitholen. Und dann werden wir auch schon rübergehen zur Farm. Weil ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass da welche sind. Ja, die Lex kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ach, irgendeiner von meiner Gruppe kam schon auf dieselbe Idee. Aber er ist wahrscheinlich wegen den Heuballen hier drüben. So, ich sehe aber jetzt mal ausnahmsweise noch keinen. Ist er im Haus? Oh, jetzt sag echt, hier ist kein einziger Gegner. Ich weiß auch jetzt nicht, ob er durchs Feld gerannt ist. Gibt es jetzt echt hier keinen einzigen, der hier gelandet ist? Ja, wie viele Toren denn von uns da drüben rum? Das sieht schlecht aus. Dann bewegen wir uns mal zur Zone, weil die meisten werden logischerweise auch dahin unterwegs sein. Ja, ich habe echt gedacht, hier wäre ein Gegner. Aber normalerweise funktioniert das auch. Wenn ihr direkt rüberfliegt bei den Gegner.
Und 50 Meter ist jetzt auch nicht die Riesenentfernung, sage ich jetzt mal. Im Prinzip ist das ja ein ganz normaler Kill. Weil 50 Meter hat man eigentlich in der Regel immer, wenn wir gleich mal ein bisschen unten auf den Killfeed achten. Ich glaube, da wird zigmal über 50 Meter was stehen. So, bauen wir uns mal rüber. Dann, die Zone kommt nämlich auch schon hinter uns. Weil wenn wir es halt jetzt nicht direkt schaffen, dann halt definitiv im Endgame vom Gruppenkeile. Weil da werden wir uns natürlich eh. Irgendeiner ist immer AFK. Deshalb, ich sehe da eigentlich kein großes Problem. Und ich habe schon gesehen, ihr habt auch mein altes Video geguckt aus der letzten Season. Also, was ich da gesagt habe, gilt eigentlich hier auch. Wie gesagt, versucht halt so schnell wie möglich beim Gegner auf die Seite zu kommen. Schnappt euch eine Waffe. Einigermaßen Abstand halten beim Kill und schon habt das. So, verabschiedet, verabschiedet. Ich achte gerade ein bisschen unten. Was? Mit dem Motorboot hat er einen Kill gemacht. Auch nicht schlecht. Die Aufgabe kommt hoffentlich nie. Weil das wäre, oh Gott, wenn Motorbooten Kill machen, das wird definitiv nicht einfach. Sag mal, sind überhaupt noch Gegner da? Ja, 15 Stück werden angezeigt. Hier sind die Loot Drops und immer noch keine Gegner. Ja, leck nicht so viel rum. Oh, schmeckt. Dann, 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 dann. Schon Level 11. Warte, das wollte ich nicht. So. Wir hatten hier geschossen. Ja, wenn man jetzt noch eben hätte. Also die Entfernung hätte definitiv gepasst. Aber wir werden schon noch unseren Kandidaten finden, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber. Schmeckt, wenn das Gelege nicht wäre. Das ist halt echt, was mich so ein bisschen stört zurzeit. Wo rennt denn mal einer rum? Ah, das ist zu weit. Nee, das ist echt zu weit. Problem ist natürlich, dass jetzt alle versuchen zu snipen und hast du nicht gesehen. Den hat er gesehen. Aber wir geben natürlich nicht auf. Da oben habe ich doch gerade einen gesehen. Die einfach nichts trifft. Ich finde das immer so komisch.
Ich einen anderen Zug sehe, ey, die treffen alles. Jetzt kommt mir nicht an, hat halt kein Aim. Da wieder. Ich war doch drauf. Keine Metz mehr. Toll. Ja. Gott, ihr seht mal wieder, wie ich richtig am Versagen bin. Ja, toll, den wollte ich mir nämlich gerade holen. Ja, 56 Meter, 60 Meter. Warum connecten denn meine Schüsse nicht? Mann, ey, was ist das denn bei mir? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch auf dem Gegner drauf, oder sehe ich das falsch? Ich kann mich doch nicht so vergucken. Alter! Klar, er gibt mir direkt einen No-Scope. Was auch sonst. Ja, den kriege ich dann komischerweise hin. Das war, glaube ich, nicht weit genug. Ich jetzt hier mal einen sehen wird. Keiner, der sich irgendwo da. Jetzt habe ich auch keine mehr. Ah, da unten. Warte. Jetzt muss ich natürlich nachladen. Oh, das kann ja nicht so schwer sein, ey. Das ist nicht wahr, oder? Ja, schön, dass ich so viel Schaden mache. Klappt ja echt gar nichts in der Runde. Ah, er muss natürlich hinter mir landen. Aha, so simpel kann es gehen. Der Rest war zwar peinlich, aber ihr habt ja gesehen. Die Sache ist, manchmal, dann ziehen die Schüsse einfach null. Mann. Aber wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich habe euch die Grundidee gesagt, ihr habt bestimmt besseres Aim als ich. Und deshalb würde ich sagen, an der Stelle, das war's. Und haut rein.